Hi Leute, das Sanu hier. Ein starkes Nahkampfbild, ein Close Quarter Combat. Zorn des Jägers hat noch nicht genug Liebe bekommen. Deswegen bekommt ihr hier Witch Race Zorn des Elmos Jägers. Oder so. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt schauen wir mal an, was wir da gebastelt haben. Fangen wir mal auch direkt an mit der Spezialisierung, wobei die, soll ich sagen, da könnt ihr theoretisch auch eine andere nehmen, wie ihr Bock habt. Die
Feuerwand hat sich für mich halt angeboten, weil ich einfach das Medikit ganz geil finde. Hier ist mal, glaube ich, vorbei. So, weil ich das Medikit ganz geil finde und natürlich, wenn man dann mit dem Schild spielt, dann ist das Stürmerschild bei der Feuerwand-Spezie einfach, einfach sehr, sehr gut, weil es eine super aktive Regeneration hat durch die Mods, die wir zusätzlich bekommen. Und natürlich haben wir mehr Schaden an Gegnern und können das Team unterstützen, das hinter einem steht, was dann auch noch ein bisschen mehr Schaden am Gegner macht. Deswegen war das für mich so ein No-Brainer für die Variante. Aber wie gesagt, wenn ihr da Überlebensexperten oder den Richtschützen mitnehmen wollt, ist das auch überhaupt kein Problem. So, das eigentliche Bild ist aufgebaut auf vier Teile Zorn des Jägers. Eins der besten Nahkampf-Gesets überhaupt im Spiel. Wir bekommen hier mit zwei Teilen 15% Schrotflintenschaden und 15% MP-Schaden. Bei drei Teilen gibt es 20% Rüstung durch Kills und 50% Lebensenergie durch Kills. Und vier Teile ist der Spitzenpredator mit Gegnern im Umkreis von 15 Metern erhalten eine Schwächung. Was ganz geil ist, weil ihr Gegner dann auch sofort erkennt, die den durch sie verursachten Waffenschaden um 20% erhöhen. Wenn sie einen geschwächten Gegner mit ihrer Waffe töten, erhalten Gegner im Umkreis von 5 Metern verschwommene Sicht und der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Der Effekt kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Heißt, wenn ihr im Nahkampf seid, seid ihr eh recht anfällig, deswegen ist das Schild auf jeden Fall super. Und hier vom Spitzenpredator Talent, die verschwommene Sicht ist auch mega nice, so habt ihr die Gegner noch ein bisschen mehr unter Kontrolle. Und ist das Ganze hier, seht ihr, ich habe angefangen, beziehungsweise geschaut, dass ich so hoch mit dem kritischen Treffer Schaden komme wie möglich. Da wir die Chance ja standardmäßig nicht so hoch brauchen, da wir mit der Zorn spielen mit der MP, aber da gehen wir gleich drauf ein. Hier habt ihr die Maske. Auch seht ihr hier schön Schaden durch kritische Treffer komplett drauf. Hier die Knieschoner, da das gleiche. Und hier im Holster haben wir es auch. So, die einzigen beiden Teile, die da jetzt noch ein bisschen was anderes machen, sind die Dienstleisterhandschuhe, die ich hier gewählt habe. Die habe ich einfach gewählt. Klar, der LMG-Schaden interessiert uns nicht so. Ich habe sie geholt wegen dem 8% Rüstungsschaden, damit wir noch einen zusätzlichen Damage-Multiplikator haben. Könnt natürlich hier auch die Zorn des Jägers Handschuhe nehmen und nimmt dafür die Gebet des Fuchses Knieschoner, je nachdem wie ihr wollt, oder nehmt Sokolov Handschuhe, dass ihr noch ein bisschen mehr MP-Schaden bekommt. Das macht den Bock nicht fett. Vollkommen euch überlassen, das ist vollkommen in Ordnung. Und hier gehen wir zu dem einzigen Teil, wo noch Crit-Chance auch mit drauf ist. Und was das Ganze speziell macht, dass es wirklich auch aufgeht in der Kombination. Und zwar ist das die Ridgeways Stolzweste. Die bekommt ihr über den Summit. Ich habe das Video gemacht, wie ihr an alle exotischen Ausrüstungsgegenstände kommt. Da habe ich auch verpackt, wie es an die Ridgeways geht. Das müsst ihr über mehrere Etagen machen, für alle, die sie noch nicht haben. Und die kommt halt komplett offensiv rot gerollt. Ihr seht hier, dass ich auch da geguckt habe, dass da ein Mod drin ist mit Schaden durch kritische Treffer. Und das Talent von der Ridgeways ist blutiger Vorteil. Wenn Gegner im Umkreis von 15 Metern getroffen werden, wird dem Ziel blutende Wunde zugefügt. Dadurch haben wir einen Statuseffekt direkt immer auf dem Gegner drauf. Regeneration von 3 bis 48% der Rüstung basiert auf der Anzahl der blutenden Gegner im Umkreis von 15 Metern. Das Ganze klingt brutaler als es tatsächlich ist, weil in der Hitze des Gefechts wird es schwierig. Ihr müsstet, ihr seht unten steht die Anzahl, wenn ihr einen Gegner trefft, habt ihr 3% Rüstungsregeneration, was auf jeden Fall nice ist, 3%. Bei 2 sind es schon 6, bei 3 12, bei 4 24 und bei vollen 5 ganz 48%. Das Problem ist, ihr müsst das in euren Spielstil mit reinprügeln, quasi, ne? Dass ihr so viele Gegner wie möglich innerhalb von 15 Metern kurz anschießt, damit die bluten, damit ihr davon wirklich profitiert. Es ist schwierig, die meiste Zeit dran zu denken. Das geht mir auch so. Aber wenn man das so nutzen kann und so spielt, dann ist das natürlich brutal. Ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden. Wie gesagt, dadurch, dass wir den Status-Effekt schön drauf haben, gehen wir auch direkt zu den Waffen. Und zwar haben wir die Zorn-MP, die in der Konstellation, finde ich, ein absolutes Muss ist, weil sie ein ganz, ganz geiles Talent hat für einen selbst und für die ganze Gruppe und generell sehr gut Damage macht und sich schön spielen lässt. Zorn, ich habe sie auf, ne, klar, Schaden gegen ungedeckte Ziele, sie kommt
Ein Piece kommt ja eh mit einem sehr, sehr hohen Chance auf kritische Treffer-Attribut mit 21%. Spielt uns natürlich super in die Karten und mit dem Talent perfekt nachtragen. Das Töten eines Gegners mit einem Statuseffekt, was easy peasy ist, dadurch, dass wir Ridgewraith Zorn haben, hat der Gegner immer einen Statuseffekt drauf. Wehrt ihnen und Verbündeten in einem Umkreis von 20 Metern für 20 Sekunden. 20 Meter sind echt krass. 20 Metern 18% Chance und 18% Schaden durch kritische Treffer. Das heißt, ihr bufft schön euer Team und bufft euch selbst und dadurch sind wir, hüpfen wir mal kurz rüber auf die Werte, die hier bei 37% liegen, 18% drauf, sind wir bei 47, sind wir bei 55%. Ihr seht, absolut nice. Ich glaube, beim Schaden durch sind wir was, bei 180, absolut super. Und der Buff hält halt auch wirklich lange an und dann könnt ihr wechseln. Wenn ihr möchtet, entweder ballert ihr mit der MP weiter oder wechselt auf die St. Elmo's Engine, was ich tatsächlich sehr, sehr gern mache und in der Kombination richtig Bock bringt. Die St. Elmo brauche ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Eine der stärksten Waffen im ganzen Spiel durch ihr besonderes Talent, dass das Magazin nach einer gewissen Zeit ausgewechselt wird gegen ein Magazin mit Schockmunition. Schockmunition lässt den Gegner zappeln, der schießt nicht zurück, hat keine Chance und ja, falls ihr die Waffen noch nicht habt, farmt sie euch. Ich habe auch da einen Guide, wie ihr an alle exotischen Waffen rankommt. Aktum Est, wie gesagt, heißt das Talent, wenn ein Gegner mit dieser Waffe getroffen wird, erhalten sie einen Stapel. Der 100 Stapel mit dem nächsten Magazin wird zu 100% mit Schockmuni aufgefüllt. Sehr, sehr coole Spielweise. Wie gesagt, ich verkack's halt immer mit dem Spreaden von der blutenden Wunde, damit ich noch mehr Rüstungsregeneration habe. Aber an sich so richtig nice. Die Fertigkeiten, die ich hier mitspiele, das ist auch vollkommen wurscht, was ihr nehmt. Ne? Wie gesagt, das Stürmerschild solltet ihr mitnehmen, wenn ihr mit der Flammenwerfer-Spezi spielt. Und ansonsten spielt ihr nicht mit der, weil ihr irgendwas anderes, um Gegner abzulenken. Ne? Dadurch, dass ihr vorne rumwirbelt und meist nah am Gegner dran seid, seid ihr öfter mal in Gefahr, dass euch jemand umkurvt oder schön in die Seite ballert oder in den Rücken. Da ist das definitiv von Vorteil, wenn ihr hier ein bisschen was habt. So, die restlichen Werte schauen wir uns natürlich auch noch an. So, unten angekommen, zeige ich euch gerade mal hier. Das sind 15 Meter. Ne? Ja, so. Das sind 15 Meter. Und das ist echt krass. Ja, alles ein bisschen näher kommt, ist natürlich doof jetzt, dass er genau bei 15 Meter ist. Ich bräuchte 14 Meter und 99 Zentimeter. Deswegen gehen wir auf 10. Ich den Gegner an. Der blutet, seht ihr hier, die blutende Wunde. Und jetzt seht ihr, dass wir den Buff noch nicht haben, da wir ihn nicht schnell genug gekillt haben mit. Ja, aber jetzt. So, jetzt seht ihr die drei Totenköpfe. Jetzt haben wir 18% mehr Chance auf Crit und 18% Schaden durch. Und somit könnt ihr schön. Die MP macht schon Spaß. Wie gesagt, ist der Gegner ein bisschen weg und ihr habt den Buff unten, wechselt ihr auf. In dem Fall könnt ihr, ne, wie gesagt, schön auf die St. Elmo wechseln. Profitiert von der erhöhten Chance und dem Schaden durch. St. Elmo macht eben Bock zu spielen. Wenn ihr den Buff nicht mehr habt, kein Problem. Wieder auf die MP. Und holt euch den Buff wieder. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Bereich von 20 Metern. Seht ihr mal, in welchem Umkreis ihr die eigenen Teammitglieder bufft. Ja, also das ist echt nice. Ich mag die Waffe sehr. Ich hab die schon öfter mal in Builds verwendet. Oder ihr seht die öfter mal schon in irgendwelchen Loadouts bei mir. Ich mag sie einfach. Das ist ein richtig, richtig cooles Ding. Ja, ansonsten, aber wie gesagt, das hat natürlich noch gefehlt. Hier, ne, wenn wir nah am Gegner dran sind, holen wir natürlich das Schild raus.
haben dadurch noch mal mehr Damage. Noch mal ein bisschen mehr Schutz. So. Und können schön, wie gesagt, hin und her wechseln. So. Ja, das war's von mir, Leute. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet und in welcher Jäger des Zorns Kombination ihr sehr, sehr gerne rumläuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ja, macht's gut. Danke euch. Bye.